Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Mac Burago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play, Let's Play? Ach ja, Let's Play XCOMs Anime Unknown. Und ich sehe gerade, Moment mal. Ich muss mich erstmal kurz orientieren, wo wir eigentlich stecken. Ah ja, wir haben wieder mal einen UFO-Absturz, genau. Und kämpfen uns jetzt so langsam hier vorwärts. Das Gebiet sieht ja relativ ähnlich aus, wie wir, wo wir vorher waren. So, und der Lukas ist am Gefecht. Der hätte da drüben mit 52, sieht ja ein Alien, was er unter Feuer nehmen könnte. Wir gehen aber nochmal ein Stückchen raus, gucken, ob wir noch ein Stückchen näher rankommen. So aktuell leider nicht. Also, würde ich sagen, Fischi, mach mal deinen Job hier. Ja, nicht, da ist nicht Yamamoto-Style, sondern eher Lukas-Fischer-Style und den dann, das war ja sehr tragisch. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass wir unseren Yamamoto verloren haben. So, den bewege ich mal hier rüber. Macht dann hier einen auf Feldposten. So, wo bewegen wir dich denn eigentlich hin? Alles sehr ungünstiges Gelände. Hier können wir nach oben gehen vielleicht. Da machst du dann einen auf Feldposten. Genau. Da haben wir jetzt alle unsere Züge gemacht. Der Sektoid kann sich jetzt ja mal gucken. Ja, der Sektoid verpisst sich. Nein, der kommt wieder. Er kommt. Okay, jetzt können wir hier weiter vordrücken. Wobei wir immer noch keinen Plan haben, wohin so richtig. 72, ja, weil er jetzt nicht mehr ganz hinten in der Deckung steht. Lukas, mach mal was Besseres raus. Jo, der ist weg. Genau, das haben wir gesehen. Den wirst du gleich kriegen. Erstmal müssen wir sehen, dass wir uns hier nach vorne bewegen. Und der ist angeschlagen, der ist aber okay. Ich will mal gucken, wo wir in den hier uns vorwärts bewegen. Ja, hier geht es leider bergab, da haben wir wenig Chance auf Deckung. Machen wir erstmal mit ihr hier weiter. Und bewegen sie dann mal hier hin. Da hat sie rechts und links ein bisschen Deckung. Und wir haben die Chance, ein bisschen das Gelände zu besehen. So. Er hier kann auch mal in die Richtung vorspurten. Das ist der Adrian van Damme, genau. Der geht da in Deckung. Hier haben wir die Holly. Die drücken wir auch mal deutlich stärker davor. Damit wir das Gebiet besser im Blick bekommen. So, der Hernandez, unser Super-Sniper. Den, ja, wo packen wir den am besten hin? Wäre natürlich ideal, irgendwo, wo er eine gute Sniper-Position bekommt. Ja, der geht direkt mal neben die Holly. Und abducken. So, der Fischer hat ja geschossen, deswegen können wir diesen jetzt nicht mehr bewegen. Okay. Die Wilson gehen wir mal nach vorne. Und macht hier einen auf Feldposten. So, den Lukas. Den werden wir dementsprechend jetzt mal vorziehen. Wobei ich wahrscheinlich eher ihn hier erstmal umpositionieren möchte. Vielleicht hierhin. Vielleicht haben wir da schon Glück und haben da neue Erkenntnisse. Nein. Weil jetzt ist nämlich hier die Lücke frei. Jetzt kann nämlich der Lukas dahin. So. Vor mit dir, mein Freund. So, das Schiff haben wir jetzt schon erreicht. Den Sniper. Den Sniper, Hannes. Nein, nach dort. Und Feldposten. Alles klar. So, dich hier bewegen wir mal ein Stückchen nach dort. In die Mitte des Stamms. Und da machst du auch einen auf Feldposten. Ich denke mal, die werden wieder im Schiff hocken. Das macht die Sache nicht schöner und nicht einfacher. Das heißt nämlich, wir müssen ins Schiff rein. Und darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. So. Die Deckung ist nicht so schön, dass sie mir sie gefällt. Jetzt hätten wir noch sie hier. Die schaffen wir mal da in die Ecke rein. Und hoffen mal, dass sie jetzt ein bisschen mehr... Ziel in Sicht. Ja, das ist gut. Da haben wir das Ziel in Sicht. Wieder einer von den Elektrofreunden. Sie... Lukas ist ja leer noch. Wo? Dann lassen wir den erstmal da, wo er ist und lassen nachladen. Und unseren Sniper-Freund lassen wir auch mal da, wo er ist. Du machst ja auf Feldposten. Wäre natürlich interessant, ihn ein Stückchen vorzurücken.
Beziehungsweise rücken wir mal den Sniper so in die Richtung rein, damit wir vielleicht ein bisschen Schuss in die Richtung bekommen. So. Ja, da kannst du mal dein Medipack an den unseren Sniper vergönnen. Der braucht Stille, das gerade. Großes Baby, der war gut. Okay. Er bewegt sich jetzt wohin? Alles klar. Er feuert. Und trifft auch massiv. Er hat ja massiv getroffen. Damit können wir hier wahrscheinlich dann davor rücken. Jetzt hat er ihn weiter in Sicht. Mit 55. Wir können natürlich auch mal das hier ausprobieren. Mit 40, da feuern wir ihn gleich zweimal eins über. Und feuern zweimal daneben. Aber ein kritischer Treffer. Die Operation war ein Erfolg. Ja, super. Kein Verletzter, außer 5 Aliens, würde ich mal meinen. Und wir haben dann schon eine ordentliche Portion Material eingesackt, was ich nur für gut heißen kann. Ich hoffe mal, dass unsere Satelliten jetzt bald fertig sind. So, wir landen. Oh, runter geht's. Satelliten, Thermale sind jetzt ganz wichtig, damit wir dann ein bisschen... leider keine Beförderungen. Zwei Sektuinen, zwei Schwebeleicher. Ja, ein bisschen was haben wir eingesammelt. Okay, damit kann ich leben. 32 Kredite. Wärmekraftwerk ist ja bald fertig. Gehen wir dann auch mal rein. Und lassen das abschließen. So, Thermalkraftwerk. Wow, ist das geil. Richtig nach Power sieht das aus. Thermogenerator online. Ja, neues Bauprojekt, Einrichtung bauen. Und zwar werde ich hier versuchen, wir brauchen diese Sicherungskammer. Da brauchen wir 85. 85. Vielleicht sollen wir mal in das Lagezentrum gehen. Aufträge haben wir noch einen übrig. Kann nicht abgeschlossen werden. Genau. Den Saliten. Wenn wir da oben springen, gehen wir mal auf den... Kein Satellit verfügbar, einen über Kanada. Den würde ich ja gerne hochnehmen. Besuch Schwarzmarkt. 30 Waffenfragmente, das ist, bringt nicht so wirklich viel hier. Auch nicht das kleinste. Das Grille bringt nicht so wirklich viel. Hätten wir jetzt ein bisschen was. Okay, Handel abschließen, sind wir bei 45. Das reicht leider immer noch nicht aus. Müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Einsatzleitung. Und zwar zwei Satelliten. Zwei Tage. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Genau, und damit können wir jetzt an der Stelle jetzt im Lagezentrum den Wunsch von Kanada erfüllen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gucken wir uns nochmal an. Genau, Kanada, Satellit, Australien. Dann verlegen wir da mal einen Satelliten hoch. Bringt plus 60 Monate und wir haben aber die 200 dazu gekriegt. Satellit starten. Satellit gestartet. Okay, Belohnung ist da. So. Dann hätten wir noch Satellit starten. Wir hätten noch einen zur Auswahl. Afrika sieht ganz schlecht aus. Sollten wir vielleicht mal gucken. Ja, so. Bringt uns 70 Monate. Südafrika 80. Was haben wir da noch? Ja, Nigeria ist ja leider raus. Vom X-Com nicht zurückgezogen. Würden wir ja nichts verdienen. Was haben wir denn da noch? USA hat ja schon ein Zimmer, ein Satelliten pro Ingenieur und zwei Wissenschaftler pro Monat Afrika. Momentan nichts zu berichten. Alles ja, das sauber auf den Anzeigen. Indien wäre natürlich auch super. Wir gehen aber hoch in Ägypten und versuchen hier mal vielleicht die Panik zu senken. Ich weiß gar nicht, ob das was einbringt, wenn wir da das hochgehen. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Das wissen wir leider. So, dann gehen wir mal auch zum Hangar, und zwar Schiffliste ansehen. Und, eins haben wir ja in Afrika, das ist ja schon mal super. So, jetzt können wir auch weitermachen, und zwar halt nicht damit, sondern, das war wieder ein zu viel. Und zwar Technikabteilung, Einrichtung bauen, und zwar bauen wir jetzt hier die Sicherheitsverwahrung. Jupp, bitte einmal bauen. Satellitenkontrollzentrum. Es gibt die Möglichkeit hier Satelliten-Nexus, aber da fehlen uns Ingenieure und die Golem. Also ist gar kein Thema als solches. Dann hätte man die Möglichkeit der Gießerei, aber darauf verzichte ich jetzt auch erstmal. Und zwar gehe ich dann lieber in die Gegenstände und lass uns lieber nochmal ein paar
Gewehre herstellen. Ja. Auftrag erteilen. Dann brauchen wir einen Bogen. Haben wir schon auch schon. Medikits, Laserpräzisionsgewehre. Okay, da brauchen wir bloß einen Sniper. Das ist sozusagen die Shotgun-Variante. Gucken wir mal jetzt hier rein. Und zwar Satellitenzielsystem können wir wahrscheinlich auch nochmal wieder eins. Naja, brauchen wir mal zwei, die verbrauchen wir ja. Verteidigungsmatrix, drei schwere Leichen, ja, herstellen, vier, aktiviert dieses Modul während des Abfangs, um sofort zeitliche Begrenzung des Schubes. Lass mal aber auch erstmal so. Bauplan. So, da wird gebaut. Dann sollten wir gucken, was wir hier noch weiter ausbauen können. Dann können wir es nochmal mit der Gießerei versuchen. Baubeginn. Herstellen. So, damit sind die nächsten Aufträge verteilt. Und wir können gucken, dass wir weiterkommen. So, Einsatzleitung. Wir kommen. Aktivieren. Drei Tage. Zwei, Kommander, eins. Der Rat möchte Sie sprechen. Die sichere Übertragung startet jetzt. Ja, hallo, lieber Rat. Tag auch, Rat. Und zwar Belohnung 174, Panik verringert, 5 Wissenschaftler. Wir haben ein Notsignal empfangen. Eine Entführung, Zivilisten haben irgendwas geschafft, die Aliens zu entkommen. Wir haben nur wenig Zeit, ihnen rauszuholen, denn genaue Daten sollen sie im Zentrale zusammen haben. Sobald sie. Alles klar, starten wir dann. Wir gehen davon aus, dass sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. So, bearbeiten wir. Unser Freund Fischer kriegt natürlich eins der schicken Lasergewehre. So, Bewaffnung. Ja, leider, die Nanosuit ist noch nicht fertig. Medikit, schwer. Da haben wir hier unseren... Ah ja, bearbeiten wir ihn auch hier mal. Bewaffnung, du kriegst auch eins davon. Und, ich denke mal, Medikit wäre gut. Weil wir haben hier bloß zwei dabei. So, bearbeiten wir ihn nochmal. Rekrut, Bewaffnung. Naja, auch eins davon und ja, für alle Fälle mal ein Scope, damit er was trifft. So. So können wir jetzt den Einsatz starten. Wir sind ein bisschen besser bewaffnet als sonst. Und schauen mal, dass wir die ganze Sache geregelt kriegen. Die Entführungsgeschichten sind immer anstrengend, weil einfach da diese Chrysantinia oder wie die Chrysanthenia oder wie die Meisen auftauchen und die sind echt scheiße. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Ah, konnichiwa. Die Person, die Sie suchen, heißt Anna Singh. Sie ist, soweit wir wissen, die einzige, die den Aliens entkommen konnte. Ah, die Mission lautet, sie irgendwo in diesem Block zu finden und rauszuholen. Ah, nicht Zivilisten, John. Es gibt eine einzige Zivilisten, die wir finden müssen und rausholen. Da müssen wir mal schauen, was wir da an Gegenwehr jetzt haben. Auf alle Fälle bringen wir jetzt durch die 2 neuen Satelliten mehr Kohle rein. Okay. Das sieht doch schon mal ganz schick aus. So, du da gehst dann gleich mal dort in Deckung. So, du hast auch schon gleich den ersten Kontakt. Nein, hast nicht. Machst dann aber einen auf ihn da. So, du gehst dann mal hinter dem lustigen Auto in Deckung. Spielkämmer, Feldposten. So, er hier. Ihn würde ich dann sagen, bewegen wir mal dorthin. Waffe ist entsichert. Ein paar von den Freunden. So, der stand ja schon auf Feldposten und erwischt einen. Jo. Jo, das war super Schuss. Die Tauben verjagt und einen von den dünnen Männern zerlegt. Was will man denn mehr? So, was ich jetzt noch mehr will, wir haben noch ein paar Leute zu verlegen. So, geh du mal hinter die Löwendeckung. Ja, der ist ja noch Rekrut. Und dann haben wir hier unseren Sniper. Ja. Ah ne, da haben wir ja nicht mit den Sniper, sehe ich gerade. Naja, muss auch ohne mal gehen. So, davon ist nur noch einer. Und Feuer, erwischt ihn. Jo, weg ist er. Erledigt. So, die Laserkanonen haben doch schon mal 7 Vorteile. So, du gehst dann mal hier nach vorne in Deckung. So, Feldposten, kennen wir ja das Spielchen. Du kannst auch mal... Dich stellen wir mal da in Deckung. Weil,
den rücken wir dann mal an die Stelle vor. Damit haben wir das einigermaßen abgesichert. So, dann wäre noch er und sie hier. Das ist ja unser Lukas, den würde ich dann hier in die Stelle nach vorne ziehen. Kann da auch einer auf Feldposten machen. So, und das müsste die Malika sein. Aber wohin wir die Malika stecken oder nicht, das erfahrt ihr leider heute nicht mehr. Sie hat übrigens auch ihren Spitznamen, Arcade. Also was wir und wo wir was mit Arcade machen, das werdet ihr nicht mehr erfahren. Wenn ihr das rausfinden wollt, müsst ihr dann beim nächsten Mal entscheiden, wenn es heißt Let's Play XCOM Anime Unknown. Bis dahin, tja, bleibt mein Geheimnis, wo wir die hinpacken. So, ich hoffe mal, ihr hattet Spaß. Ihr könnt schon mal Vorschläge in die Kommentare schreiben. Mal gucken, was sich draus machen lässt. Hi, nochmal kurz dranbleiben. Jetzt kommt natürlich noch üblich die Endcard. Hier auf dieser schicken Endcard, da habt ihr einen anderen Shooter. Das komplette Serie haben wir gespielt, und zwar Bioshock. Bioshock 1 haben wir jetzt hier, könnt ihr reinschauen. Geht so runter zu Rapture. Ein episches Ego-Shooter-Spiel, hat Spaß gemacht. Da solltet ihr auf alle Fälle mal reinschauen und dort auch gerne nette Kommentare lassen, damit ich weiß, dass ihr dort wart. So, der YouTube-Button, der führt euch zurück zum Kanal, beziehungsweise abonniert ihn noch, falls ihr das noch nicht getan habt. Also auch ein Pflicht-Button, solltet ihr auf alle Fälle klicken. Der Rest ist Social-Media-Kram in Form von QR-Codes oder Direktklicken. Wenn das euch zu kompliziert ist, unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu nochmal die Videolinks, Links dazu. So, das war's jetzt von mir ganz und ich freue mich darauf, eure Kommentare zu lesen, mich über eure Likes nach oben freuen, denn ich bin MacFubago und sag Servus und Ade.